Mit IT-Systemen sind wir in der Lage, Prozesskosten zu senken. Häufig sind einzelne Aktivitäten in einem Prozess nicht miteinander so verbunden, dass die Nachfolgeaktivität automatisch ausgeführt werden kann oder der nächste Mitarbeiter alle Informationen zur Verfügung hat, um weiterzuarbeiten. Im Rahmen von künstlicher Intelligenz versuchen wir, Kommunikationsprozesse zu Ihrem Kunden genau auf diese Hinsicht zu optimieren. Stellen Sie sich einen Kundenprozess vor, in der über einen WhatsApp-Messenger die Daten in Ihr Unternehmen hineinkommen. Wir versuchen, diese Daten zu interpretieren mit Hilfe eines Microsoft Web Services, der im Bereich von künstlicher Intelligenz die Inhalte aus einem Text oder aus einem Bild oder einer Sprachnachricht interpretiert und die Rohdaten dann an Ihre Backend-Systeme weiterleitet. Ist es eine Preisanfrage, wird Ihr GWS-ERP angesprochen. Ist es vielleicht eine Artikelidentifikation, wird Ihr PIM-System oder Ihre Katalogdatensysteme angesprochen. Geht es um Lieferzeiten, ist es Ihre Warenwirtschaft, die Informationen liefert. Diese Informationen können an der Stelle aus den Backend-Systemen wieder verfügbar gemacht werden und werden dann über verschiedenste Prozessmodellierungen, wie zum Beispiel Flow, dann an den Medienkanal zurückgesendet. Das heißt, Ihr Handwerker bekommt über Text oder Bild oder auch tatsächlich eine Sprachnotiz die Informationen, die er im Vorfeld angefragt hat. Somit ergibt sich ein Kommunikationskreis, der automatisiert von künstlicher Intelligenz abgewickelt werden kann. Microsoft hat aus dem Bereich der Cortana Intelligence Suite verschiedene Webservices, die in der Lage sind, Text zu interpretieren oder Sprachnachrichten zu dechiffrieren. Lewis ist einer der Webservices, der eingebunden werden kann, um in die bestehenden Systeme integriert zu werden, um dann daraus Folgeaktivitäten zu automatisieren. Mit diesen Services sind wir in der Lage, Ihre Prozesse zu automatisieren und gleichzeitig einen hohen Service-Level darzustellen. Beginnen wir nun so ein Projekt gemeinsam an. Systeme aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz werden antrainiert, sie werden nicht ausprogrammiert. Das bedeutet, wir brauchen aus dem technischen Großhandel die entsprechenden Informationen aus Ihrem Unternehmen, damit diese künstliche Intelligenz ein hohes Expertenniveau erreicht. Deswegen schlagen wir ein mehrphasiges Vorgehen vor. Im ersten Schritt würden die eingehenden Nachrichten zunächst erst einmal inhaltlich interpretiert werden, auf dass sie klassifiziert werden können von der KI, um dann daraus Tickets zu generieren, die Ihre Mitarbeiter individuell zugeordnet werden können. Im zweiten Schritt würde die KI erlernen, welche Gesprächsinhalte am Telefonat geführt werden und welche Auftragserfassungen durch die Mitarbeiter erledigt werden. Die Korrelation aus Telefonat und Auftragsinhalt wird dadurch erlernt. In einem dritten Schritt könnte die KI dann an der Stelle das Telefonat bereits selber führen und die Aufträge selbst erstellen. Der Mitarbeiter wäre zur Qualitätssicherung noch dabei, um eben dann eine Auftragsfreigabe zu ermöglichen. Sie sehen, die KI lernt über die Projektvorgehensweise stets mehr über ihre Inhalte, kommt auf ein höheres Expertenniveau und kann damit ihre Prozesskosten signifikant senken. Lassen Sie uns gemeinsam die ersten Schritte in die KI-Welt besprechen, dann können wir die vollen Potenziale für Ihr Unternehmen heben.